Sabine Zimmermann ist die nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalition, eines muss man Ihnen lassen. Sie sind wirklich richtig große Verpackungskünstler. Ich will es Ihnen auch erklären. Ihre Gesetze tragen so tolle Namen, wenn ich daran denke an das Wachstumsbeschleunigungsgesetz, wenn ich daran denke an das Finanzmarktstabilisierungsgesetz und jetzt haben wir heute das Beschäftigungschancengesetz. Also da muss man schon sagen, wenn nämlich die Bürgerinnen und Bürger dann genauer reingucken in dieses Gesetz, dann müssen sie nämlich feststellen, es ist nämlich gar nicht weiter drin als nur heiße Luft. Und da muss ich Ihnen sagen, Sie sind da wirklich große Verpackungskünstler. Im Juni meldete Frau Konnemann, hören Sie mir bitte zu und dann kann ich Sie vielleicht aufklären. Im Juni meldete die Bundesagentur 3,2 Millionen offiziell registrierte Arbeitslose. Aber wir wissen doch alle hier in diesem Haus, die Dunkelziffer ist wesentlich höher. Die tatsächliche Arbeitslosigkeit liegt bei mehr als 4,3 Millionen, Herr Kolb. Und da muss ich Sie ein bisschen korrigieren. Zählt man nämlich die Teilnehmer, die in Maßnahmen drin sind, die in Warteschleifen sind oder auch die älteren Arbeitslosen? Denn die sind nämlich gar nicht in der Statistik enthalten. Und das zeigt uns eigentlich doch, mehr als notwendig, ja überfällig ist eigentlich, dass die Bundesregierung Vorschläge vorlegen müsste, um die Chancen von Beschäftigung wirklich zu erhöhen. Und das tun Sie nämlich nicht. Und ich muss Ihnen sagen, dabei müssen Sie uns wirklich mal erklären, wie wollen Sie die Beschäftigungschancen erhöhen auf der einen Seite, wenn Sie die Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik auf der anderen Seite kürzen. Das muss ich Ihnen sagen, da betreiben Sie einen Kahlschlag in der Arbeitsmarktpolitik und beschneiden so die Chancen, eigentlich von Erwerbslosen wieder in Arbeit zu kommen. Und das wird die Linke nicht hinnehmen, meine Damen und Herren. Um es auch ganz klar zu sagen, dieses Sparpaket ist sozial ungerecht und beschäftigungspolitisch falsch. Bevor ich darauf genauer eingehe, noch einige Worte zum heute vorliegenden Gesetzentwurf. Erstens, die Regierung will die Kurzarbeit verlängern, da gehen wir mit, auch wenn wir uns weitergehende Regelungen hätten gewünscht, aber zum Beispiel die längere Bezugsdauer, Frau Kramer hatte auch schon mal auf einige Hinweise gegeben. Zweitens, die Regierung will die freiwillige Arbeitslosenversicherung für Selbstständige verlängern. Dazu muss man natürlich sagen, dass die Linke und die Grünen im März schon dazu einen Antrag bzw. einen Gesetzesentwurf eingebracht haben. Schön, dass Sie dem gefolgt sind, aber leider natürlich mit einer abrupten Beitragserhöhung, die vor allen Dingen bei Selbstständigen mit einem geringen Einkommen überhaupt keine Wirkung hat. Und das verstößt auch gegen das Gleichbehandlungsgebot. Und drittens, die Regierung will bestehende arbeitsmarktpolitische Maßnahmen verlängern. Einige unterstützen wir da. Wir sagen aber auch, Arbeitsmarktpolitik darf nicht bedeuten, dass Arbeitgeber dort subventioniert werden. Nicht verlängert gehört zum Beispiel dieser sogenannte Vermittlungsgutschein. 2.000 Euro erhält ein privater Arbeitsvermittler, wenn er einen Erwerbslosen in Beschäftigung gebracht hat. Tatsache ist doch, und das hat der Kollege vom DGB auch noch mal deutlich gemacht, 50% der über diesen Weg Vermittelten melden sich nach 6 Monaten wieder arbeitslos. 25% der Kolleginnen und Kollegen landen in der Leiharbeit. Das hat nichts mit guter Arbeitsmarktpolitik zu tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundesregierung plant einen Kahlschlag in der Arbeitsmarktpolitik. Allein 16 Milliarden Euro will die Regierung durch die sogenannte Umwandlung von Pflicht in Ermessensleistungen kürzen. Was bedeutet das? Millionen Menschen verlieren ihren Rechtsanspruch auf bestimmte Fördermaßnahmen. Und ich nenne mal ein Beispiel. Eine junge Frau, nennen wir sie Susanne, konnte wegen der Geburt eines Kindes noch keine Ausbildung machen. Heute gehört sie noch zu den Glücklichen, die ein Anrecht auf eine sogenannte berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme haben. Über 38.000 Fälle haben dieses Instrument in Anspruch genommen. Mit Erfolg, in mehr als jedem zweiten Fall führte sie zu einer Beschäftigung. Und dieses Instrument und damit eine Chance für junge Mütter wie Susanne wird nun, wie viele andere, auch in Frage gestellt.
Betroffene sollen kein Anrecht mehr darauf haben und es droht eine Arbeitsmarktpolitik nach Kassenlage. Sie schaffen keine Chancen, sondern sie vernichten sie, meine Damen und Herren. Und das machen wir nicht mit. Zum Schluss, Frau von der Leyen hat Ende April angekündigt, ich zitiere, wir werden nicht sinnlos kürzen. Keine zwei Monate später hat sie im Kabinett die Hand gehoben für eine beispiellose Kürzung in der Arbeitsmarktpolitik. Und Frau von der Leyen, Sie können es ja vielleicht, Herr Brauch, Sie mitnehmen, ich muss Ihnen sagen, Sie sind eine Ankündigungsministerin. Das zeigt vor allen Dingen die ganzen Ankündigungen in der Leiharbeit. In der Öffentlichkeit kritisieren Sie seit Monaten die Missstände. Und was haben Sie bis jetzt getan? Nichts. Es ist nichts passiert. Fangen Sie endlich an, etwas zu tun. Halten Sie es vielleicht ein bisschen mit Goethe. Es ist nicht genug zu wollen. Man muss es auch tun. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.